Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von God of War. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut und da hinten fliegt einer von Odins Raben um den Felsen herum. Wir befinden uns an der Eisenbucht, aber ich meine, dass ich hier doch schon ein paar Sachen entdeckt hatte, oder? Haben wir hier nicht noch was? Nee, hier kamen wir ja nicht weiter, genau. Hier war ja das Gift. So, und da hinten ist auf jeden Fall ein Rabe. Mal gucken, ob wir den treffen. So weit kriegen wir die Axt mal wieder nicht geworfen. Nee. Vielleicht, wenn wir sie ein bisschen höher werfen? Nein. Wahrscheinlich müssen wir da auf der Nachbarinsel stehen. Okay, ich würde jetzt gerne noch den letzten Gefallen machen. Für die Aufgabe... offene Angelegenheiten. Bevor wir uns wieder der Hauptaufgabe widmen, denn ich glaube, wir brauchen tatsächlich die Fähigkeiten, die wir in den Hauptstories freischalten, um irgendwie voranzukommen. So, und direkt gegenüber bei der Todesinsel. Ist diese hier gemeint? Möglich. Müsste die letzte offene Angelegenheit sein. Nur mal schauen, von wo wir anlegen können. Von hier. Ja. Todesinsel. Schauen wir erstmal. Drei Sachen gibt es hier zu entdecken. Einmal liegt hier Hacksilber. Da können wir hoch, aber... das kleine Action hier sieht auch sehr auffällig aus. Ich glaube, das ist die letzte. Die auch, oder? Na schön. Hallo. Oder können wir von hier den Raben treffen? Nein, der ist doch viel zu weit weg hier, oder? Bevor wir das lesen... da könnten wir aber zum Schiff rüberkommen nachher. Können wir uns hier nicht runterhangeln? Und was machen wir hier mit den blauen Wurzeln? Ach so, wenn wir das hier quasi ausgelöst haben, ne? Dann wird, glaube ich, die Truhe geöffnet. Kommt das immer wieder nach da? Na gut. Und da oben ist ja auch noch was. Da oben ist ja auch noch was. Aha. Bevor wir das lesen, will ich hier natürlich schauen. Ah! Legendär? Nee.
Artefakt. Hey, warte auf mich. Jawohl. Ein Artefakt haben wir noch gefunden. Ja, und der Gefallen in die Truhe könnte es dann sein, würde ich mal behaupten. Dann diesmal, Junge. Junge. Jawohl. Quake hier. Was soll denn diese blöde Eisbarrikade hier? Geschafft! Ihr, ich muss mit euch sprechen. Noch ein Geist, der etwas von uns will. Wie überraschend. Was ist los? Ich kam mit einer Gruppe Händler an diesen See. Wir suchten Schutz vor der Verwüstung. Doch konnten wir wissen, dass es am See der Neuen noch schlimmer war? Wir können deine Fehler nicht ungeschehen machen. Das weiß ich. Aber ich fürchte um Kapitän und Mannschaft. Ich glaube, sie sind noch unter Wasser. Sucht ihr sie für mich? Gibt es etwas, das du uns im Gegenzug anbieten kannst? Ich kann nur wenig bieten. Oh, na, ich weiß nicht. Wartet! Bei meinem Tod trug ich ein wertvolles Erbstück. Es gehört euch, wenn ihr meine Leute findet. Gut. Danke. Dazu. Warum haben du und Mutter nie von der Verwüstung erzählt? Ich spreche nicht für deine Mutter. Aber sie war nie meine Sorge. Und deine auch nicht. Ist es nicht unsere Sorge, wenn alles um uns herum stirbt? Der Gipfel ist unsere einzige Sorge. Ach ja? Wieso erkunden wir dann all diese Inseln? Ressourcen, die wir finden, verbessern unsere Ausrüstung. Wenn wir vom Weg abweichen, dann nur, um uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Gut, wenn das bedeutet, dass wir uns weiter umsehen und anderen helfen. Ja, haben wir jetzt eine neue Aufgabe oder was? Nö, ist abgeschlossen. Hätten wir ihn als erstes ansprechen sollen und die anderen Leute finden? Ich glaube ja. Aber die Truhe hier ist ja trotzdem noch nicht frei. Lernen wir das vielleicht noch? Oder ist das hier gerade ein Bug? Ich wollte eigentlich gucken, ob man sich langhangeln kann, aber okay. Gut, dann wollen wir mal wieder der Hauptaufgabe folgen. Wobei, wir hatten ja noch die andere Schatzkarte. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Hier hinten, diese Teile, ist das vielleicht hier die Brücke? Bei Tyrs Tempel? War da ein Kopf? Da werde ich jetzt nochmal schauen. Wenn wir hier schon eine Schatzkarte haben, wir fahren aber noch ein paar Fässer um. Da ist ja noch Hacksilber drin. Noch eine Geschichte? Eine noch. Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtwies. Sie wollte, dass er vorwärts läuft, voller Stolz. Nicht seitwärts, wie seine Art war. Aber sie ist auch ein Krebs. Er müsste sagen, ja, ich gehe vorwärts, wenn du mir vormachst, wie. Ja, das hat er gesagt. Das war die Geschichte. Verstehe. So.
Mal auf der anderen Seite gucken. Das sieht schon danach aus irgendwie. Warte mal. Naja, Hacksilber finden wir so. Und da hinten schimmert auch irgendwas im Wasser. Können wir den Kram hier nochmal schieben? Wahrscheinlich nicht, oder? Zumal ich ja auch mir nicht wirklich sicher bin, ob wir hier richtig sind. Nee, hier könnten wir jetzt aber den anderen Weltstein ausprobieren, aber das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt erstmal in der Hauptstory weitermachen. Oder sollen wir doch vielleicht mal ein paar Sachen hier aufwerten? Herstellen, verbessern. Ja, Talisman. Können wir nicht verbessern. Der Axtknauf, den wir gerade haben. Den könnten wir nochmal verbessern. Was ist mit unserer Rüstung? Runen und Abwehr könnten wir hier erhöhen. Welche Rüstung tragen wir eigentlich gerade? Ich überlege gerade, ob ich mit dem Wolfshaut... Ja, komm. Wir stellen uns die mal her. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Oh, jetzt sind wir da oben schon auf 2 gestiegen. Und wenn wir die jetzt verbessern... Sieht das dann gewinnen des Deckel die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Okay, wir haben auch gerade einen Erfolg bekommen. Wie oft können wir die denn verbessern? Könnten die sogar noch mal verbessern. 3 Stufen, hä? Machen wir mal. Was hat sich da auf Lust mit uns? So, und das dürfte es jetzt gewesen sein. Wir können hier aber... Also... Ja, ja. Wir können da aber auch jetzt wieder einen Zauber einsetzen. So, moderate bei jedem erfolgreichen Block. Feuersiegel, das wäre ja nicht verkehrt. Ich glaube, ich nehme mal das Feuersiegel rein. Das erhöht auch unsere Abwehr. Ja, irgendwie... bin ich ja kein Freund von solchen Sachen wie, man muss sich immer für gewisse Situationen umziehen.
Und das ist hier halt der Fall. Das ist etwas... Doch, noch ein paar Weisheiten. Weiß ich nicht. Für so eine Art Spiel mir dann doch zu viel. Wahrscheinlich notwendig, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Aber naja. Okay, wir wollen in der Hauptstory weiter. Möwen, weg da! Kackt hier nicht auf die Statuenköppe. Nee, runter kamen wir doch hier vorne, oder? Ja. Ja, Moment. Ich wollte ja noch gucken, wegen der Schatzkarte. Irgendwo... muss der Schatz doch zu finden sein. Kann er das jetzt lesen? Das ist die Frage. Ah. Jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Rota! Wow, der Name hat sie entfacht. Ich kenne diesen Namen nicht. Ich auch nicht. Weltentürme erleuchten. Tyrs Feuerschalen auf dem Weltenturm am See der Neun entzünden. Oh, okay. Ah. Hatten wir da hinten auch noch Feuerschalen? Nee. Obwohl die so aussehen. Da hinten haben wir aber noch Schalen. Kann sein, dass sie die Brücke immer umstellen müssen, ne? Hier kamen wir nach Alfheim. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ah, Moment. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Was steht da? Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Oh. Die Feuerwelt, Muspelheim, Surtus Spießruten, die alte Welt des Feuers. Jetzt, da wir die Weltenrune haben, können wir dort jederzeit hineinreisen und uns den neuen Herausforderungen stellen. Was, eine Wissensmarkierung? Ich glaube ja, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Ach, das waren hier diese Giftgedöns-Sachen, ne? Richtig. Richtig. Hier brauchen wir wieder den Kristall. Damit er das lesen kann, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das muss mir am Anfang machen, um hier lang zu kommen. Ich renne gerade rum wie ein Vollidiot. Ich habe auch zu viele Pausen oder zu lange Pausen zwischen den Aufnahmen, dass ich wieder raus bin. Hätte ich mehr Konzentration auf diesen Titel mal legen sollen. Okay. Aber jetzt rennen wir ja hier wieder lang. Da wollen wir eigentlich gar nicht hin, ne? Stimmt, jetzt sind wir hier. Wie hieß das? Armer Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier. Sei bereit! Naja, wir müssen ja hier ein paar Wölfe erledigen, ne?
Giftwolf. Wir müssen auch besonders vorsichtig sein, dass wir nicht in ihr Erbrochenes treten. Es ist giftig und riecht auch echt eklig. Es hat Erbrochenes so an sich, ne? Ich glaube, hier hinten... Ach ja, hier haben wir diese... Giftgeschichten wieder. Mach dich bereit, Junge! Ja, wir gehen wieder zurück zum, Na. So. Wir folgen jetzt einfach dem Hauptziel. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Weil hier fehlen uns ja auch ein paar Dinge. Atreus, folge mir. Wovon? Wieder mit dem Zwerg hier rumgeschnackt. Ah, Moment. Können wir uns darum doch mal kümmern. Sieh her. Gut zu wissen. Neue Wissensmarkierung hinzugefügt. Hütet euch vor Seydr und allen, die es praktizieren. Ihr Zauberwerk ist heimtückisch und stets im Wandel, wie auch die Seelen derer, die es meistern. Je mehr Macht sie anrufen, desto weniger verbleibt von ihnen selbst. Entstehen so Wiedergängerinnen? Ja, das war noch eine Wissensmarkierung, Leute. Das war noch eine Wissensmarkierung, die wir jetzt hier abgegrast haben. Na, da. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Was hat das Licht denn jetzt gebracht? Moment. Hier sterben wir doch wieder, oder? Ja. Oh ja. Ein Moment! Nein, nicht wiederbeleben. Nicht wiederbeleben, nicht den Wiederbelebungsstein verwenden. Nein. Wollen wir auch nicht. Nein, okay, also dafür müssen wir auf jeden Fall stärker sein, um diese Sachen hier zu meistern. Wie gesagt, folgen wir dem Hauptziel. Uns fehlen noch zu viele Sachen. Ach so, ja. So, die Schatzkarte hatten wir hier gefunden, glaube ich, ne?
Nein. Ach, ich bin ein Idiot. Wieder runter. Rechts hat auch die Kette. Oder eher gesagt links. Genau, Wachturm. Hier im Wachturm haben wir auch alles schon geholt. Genau. Wir mussten weiter ins Vorland. Ja klar, wir mussten ja wieder zum Berg. Ich Idiot, ich Idiot. Wir waren richtig. Und ich renne hier rum wie so der letzte Horst. Wir müssen ja wieder den Weg zum Berg folgen. Natürlich. Komm, Junge, nicht trödeln. Konnten wir hier nicht auch wieder mit hochfahren? Doch. Hast du deine Skier dabei? Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber ich sagte nein. Ist gut. Na, mal gucken, ob das was bringt. Sonst wird doch noch was aufhalten, sonst ist das Spiel doch schon zu Ende. Man hat das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Irgendwas müssen wir ja auch gegen diese blauen Ranken machen können. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Mal was machen. Ach so. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Thank you.
Der Weg da vorne ist blockiert. Dann klettern wir. Den Berg besteigen. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Dämon, wir sind da! Mehr schwarze Atem. So, wir den vertrieben haben, gibt es hier eigentlich noch was zu entdecken? Na? Anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Der Bogen, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Ja, die andere Seite. Irgendwo ein Lichtschuss. Den suchen wir jetzt mal. Okay. Da oben hängt er doch schon wieder, oder? Oh. Ich hau ihn! Wow. Das Harz in einer Höhle? Seltsam. Oh, wie ist der denn darauf gekommen? So, Drauge schnell. Diese schnellen Gegner sind schwer zu treffen. Vater sollte warten, bis sie ihn angreifen und dann ihre Angriffe abwehren. Das war auch eben mein Vorhaben. Aber da war ich schon in Reflexen etwas zu langsam. Das ist falsch. Das lernen wir jetzt bestimmt auch, wenn wir diese roten Sachen hier loswerden, hä? Okay. Dieser. Wo sind wir gerade? In den Minen? Echt? Okay. Ort muss dem Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das sieht gut aus. Ich kann es fast entziffern. Runen. Jetzt kann ich's lesen. Ist das die Antwort?
Freiheit. Klar, das passt. Nur zu. Klar, Frelze. Was passiert jetzt? Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Ich will ausruhen. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Mach mal, auch wenn ich nicht glaube, dass es gut ist. Besser, oder? Geringfügig. Erst nach unten, dann nach oben. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, Alms oder das Hülgefilk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange? Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß, aber es gibt ja nur einen. Wo gehen wir hier nur hin? Was ist da schon wieder los? Frage, sollen wir da lang? Festgebackt? Das sah gerade so aus, ne? Langsam habe ich den Dreh raus. Ja, ich will aber nochmal zurück. Hier müssen wir wohl richtig lang. Dann will ich erstmal den anderen Weg noch schauen. Feuernachtmar. Diese Nachtmare werfen mit Feuerbällen um sich. Als ob wir nicht schon genug Gründe hätten, Nachtmare zu hassen. Ach, Nachtmare. Pillepalle. Und Wiedergängerin Beschwörer. Die Art von Wiedergängerin Beschwörerin kann Nachtmare heraufbeschwören. Ruft sie mit ihrer Seidermagie herbei oder befinden sich alle zusammengefärscht in ihrem Beutel? Ich frage mich, wie so viele in diesen kleinen Beutel passen. Magie ist immer die Antwort. In welchem Bereich befinden wir uns aktuell eigentlich? Wissen wir nicht. Immer noch im Vorland, wie es scheint. Nee, von hier kamen wir doch eben, oder? Ich bin soweit. Ich bin soweit. Genau, erst runter, dann wieder hoch. Oh Mann. Ja, und dann gab es hier doch links einen Weg lang. Hier hoch. Genau.
War das gerade etwa eine legendäre Truhe, Leute? Anscheinend nicht. Okay, aber ich wollte ja gucken, was wir jetzt gerade haben. Rüstung, wir haben neue Armschienen. Abwehr erhöhen die und die Abklingzeit, aber ansonsten... finde ich die gerade nicht so besonders. Gut, dann müssen wir hier lang. Und jetzt? Sachen auf hier. Ein bisschen Hacksilber. So, hier haben wir wieder so eine Art Runenrätsel. Nur wissen wir aktuell noch nicht, welche Runen wir brauchen. Konzentrierter. Mach mal über Licht hier. Woher hast du das gewusst? Man sieht es. Okay, BNR, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Was liegt denn da? Absilber. Ist auch eine Truhe. Ach, schon wieder so unübersichtlich hier. Weg hier. Artefakt. Hoch die Tassen, okay. Das muss ich ganz kurz aufschreiben. Zu welchem Gebiet gehören die denn jetzt? Zum Vorland? Nein, in welchem Gebiet sind wir?
Was ist das für ein Gebiet? Ich kann es euch nicht sagen. So, da haben wir schon mal das R. Man sieht es nur leider nicht, ne? Fehlt nur noch das B. Wo haben wir das denn eben gesehen? Ich habe sie mit den Füßen stampfen sehen, kurz bevor sie angreifen. Dadurch sollten wir ihre Angriffe vorhersehen können. Ich muss jetzt erst nochmal nach den Runen gucken. Draugr Doppelwaffe. Ein Draugr mit zwei Waffen ist doppelt so gefährlich, stimmt's? Wenn sie mit einem defensiveren Gegner auftauchen, sollten wir diese Draugr früh ausschalten und ihnen nicht den Rücken zukehren. Junge, noch ein Lichtkristall. Jawohl. Moment mal. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auch. Tja, mein guter Freund, dich haben wir gerade gesehen. Wenn ich nur wüsste, was es im Gebiet ist. Da stehe ich gerade total auf dem Schlauch. Das wurde mir auch schon gezeigt. Zum Vorland gehört der ganze Kram hier nicht. So, B. NR war die Kombination. Und N haben wir hier. R haben wir da. Dann muss da das B hin, oder? Wir treffen das von hier ja gar nicht. Jawohl. Nochmal Horn mit Blutmet gefunden. Unsere Absicht. Ja.
noch mehr Graugarn? Was? Wo denn? Fertig. Wo kamen die denn jetzt her? Von hier? Nur weil die die Truhe geplündert haben. Da fehlt ein Kristall. Da fehlt ein Kristall. Den müssen wir erstmal finden für die Wissensmarkierung hier. Können wir einen anderen vielleicht mitnehmen oder müssen wir den auch erstmal wieder von irgendwo von der Decke schießen? Da! Ob wir gleich nochmal angegriffen werden, jetzt wo wir hier diesen Lichtkristall wieder durch die Gegend schleppen. Junge, hierher. Ja. Gut, das kommt ins Tagebuch. Der große Berg. Als der Berg noch kalt war, waren es Meloda und Onpris, falls das so ausgesprochen wird, die im Leben einhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die vom Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden. Und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des großen Berges von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstelle und ihre Festung, um frei von Prophezeiungen zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht für Ausgestoßene und Künstler, für Jötner und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den einst so einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Ich würde trotzdem gerne wissen... welcher Bereich das hier ist. Das zählt... sonst muss ich das einfach als Midgard aufführen. So, dann müssen wir jetzt wohl hier weiter. Ich hoffe, ich habe hier alles. Die ganzen Leichen sagen mir nicht zu. Ganz schön viele Leichen. Ja, du sagst es. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Die Statue! Wir sind drüben!
dann erstmal Vasen kaputt klöppeln. Und die Truhe hier unten öffnen. Die wir schon von weitem gesehen haben. Und dann soll der Junge das mal entziffern, bevor wir das Video hier beenden. Ah, Moment. Auch von da kamen wir ja durchgekrochen. Da müssen wir wahrscheinlich gleich weiter. Hier liegt, glaube ich, noch eine Schatzkarte. Junge. Jawohl. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Neue Schriftrolle gefunden. Nee, die Schlange. Die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Asien gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tiers Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht. Der Rabenwächter. Ich glaube, das war eine weitere Wissensmarkierung. Auch wenn wir nicht wissen, in welchem Bereich wir uns hier gerade befinden. So, Junge, dann übersetzt das mal. Lies vor. Ja, Vater! Jawohl! Oh, das ist Dödathror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch... Dörapröhr, der Hirsch. Ein Hirsch des Weltenbaums, der die Tore von Jötunheim bewacht. Dort kommen die Riesen her. Das ist der Berg der Riesen. Dort ist... Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall eine Wissensmarkierung, Leute. Schon wieder so ein Klumpe hier. Ah, Junge. Ach, da fehlt uns schon wieder ein Stein. Da fehlt uns schon wieder ein Stein. Zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. So, Drauger verstärkte Waffe. Als wären Untote mit spitzen Gegenständen nicht schon schlimm genug. Manche Drauger können über ihre arme Energie in ihre Waffen fließen lassen, was sie noch gefährlicher macht. Ein rostiges altes Schwert tut weh, aber ein mit Feuer verstärktes Schwert tut noch mehr weh. Noch ein neuer Eintrag. Drauger Schild. Dass Drauger nicht vollkommen stumpfsinnig sind, wusste ich. Aber dass sie ein Schild benutzen können, überrascht mich. Und sie machen es auch noch gerne. Wir müssen unsere Herangehensweise ändern und schauen, wie wir sie treffen. So, Leute, bevor ich hier jetzt noch tiefer reingehe in den Berg. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob wir hier überhaupt richtig sind. Doch, da sind wir richtig. Da links kommen wir ja nicht weiter. Würde ich sagen, ich speichere an dieser Stelle und beende das Video. Denn wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Und wir wollen doch einfach nur auf dem Berg und immer wieder
hält uns etwas auf. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu God of War wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.